Im Sommer 1942 wurde Himmlers Adjutant Heydrich in Prag erschossen. Daraufhin überfielen SS-Truppen das kleine tschechische Dorf Lidice, töteten die Männer des Ortes und brannten die Häuser nieder. Auf dem Boden, auf dem einstmals Lidice stand, leitet Präsident Benesch einen Gottesdienst. Die Bauern gedenken ihrer ermordeten Freunde. Lidice wurde zerstört, aber sein Name wird bleiben. Über die Säudersee aus den westlichen Gebieten Hollands kommen die Soldaten der Wehrmacht. Tausend Mann, geschlagen, entmutigt und müde, gehen nach Deutschland zurück, unter Bewachung eines einzelnen Postens. Zum letzten Mal durch holländische Dörfer, vorbei an lautlos zusehenden Einwohnern. Diese Reste der einst stolzen Wehrmacht sind 5 Jahre älter als zur Zeit, da sie und ihre Kameraden auszogen, die Welt zu erobern. Nun ist ihre Reise zu Ende, wo sie begann, an der deutschen Grenze. Beispiel der engen Zusammenarbeit der Vereinten Nationen ist der Bau amerikanischer Superfestungen in Kanada. Kanadische Männer und Frauen arbeiten hier an den Bombenkammern der Riesenflugzeuge. Der Tunnel des Rumpfes ist ein Luftdruckkorridor. Ein Flugzeugrumpf verlässt die Montagehalle zur endgültigen Fertigstellung in den Vereinigten Staaten. Eine Superfestung kommt aus den Vereinigten Staaten zurück und wird auf einem kanadischen Flugfeld von Arbeitern, die sie zu bauen, mithalfen, mit Stolz besichtigt. Sie ist eines der größten und schwerst bewaffneten Bombenflugzeuge der Welt. Im stillen Ozean wird sie bis zum Tage des Sieges gegen Japan im Einsatz stehen. Der Hafen von Venedig, einer der schönsten, den die Welt kennt, legt Zeugnis. Aber entlang den berühmten Kanälen sind Spuren des Krieges kaum zu sehen. Alliierte Soldaten gehen auf Urlaub nach Venedig.
Diese Männer der amerikanischen 5. Armee sehen Venedig zum ersten Mal. Ein Denkmal der Zivilisation, die sie in langen Kämpfen verteidigt haben. Während der deutschen Besetzung wurde die Stadt der 175 Kanäle, des Dogenpalastes und der Rialto-Brücke zu einem Zentrum der italienischen Freiheitskämpfer. Venedig, das in alten Zeiten so viele Kämpfe siegreich bestand, Venedig lebt wieder in Frieden. Das britische Kriegsministerium enthüllt jetzt das Geheimnis einer weiteren technischen Erfindung. Eine Brücke, getragen von einem Panzer. Dieser Typ hat den Namen die Arche. Sie wird von einem Churchill-Panzer getragen und kann binnen wenigen Minuten geworfen oder gehoben und vorgetragen werden. Die Besatzung betätigt die Brücke, ohne die Deckung des Panzers zu verlassen. Ein anderer Typ ist die Scherenbrücke. Sie wird hydraulisch betrieben. Der brückenwerfende Panzer war seit dem Tage der Landung in der Normandie einer der Faktoren, die Deutschlands endgültige Niederlage unvermeidlich machten. An der Küste Hollands, bei Scheveningen, erfüllen deutsche Truppen eine der Bedingungen der Berliner Deklaration. Sie entfernen Tausende von Minen, die sie in den letzten Monaten des Krieges gelegt hatten. Sie benutzen deutsche Karten und alliierte Minensuchgeräte. Tellerminen. In all den nordeuropäischen Gebieten beseitigen Deutsche die Todesfallen, die Deutsche gelegt haben. Die feuchten Ruinen der Häuser und der Schmutz in den Bombentrichtern sind Brutstätten von Epidemien. Die überfüllten Wohnstätten und ungewaschene Kleidungsstücke begünstigen die Verbreitung der Krankheiten. Schlechtes Wasser und Kleiderläuse sind Träger von Typhus- und Fleckfieberbazillen. Da die Chlorreinigungsanlagen noch nicht überall in Betrieb sind, haben die alliierten Militärbehörden die Bevölkerung aufgefordert, das Wasser vor Gebrauch abzukochen. Die alliierte Militärregierung hat alle möglichen Maßnahmen ergriffen, dem Ausbruch der Epidemien vorzubeugen. Es wurden Entlausungsstationen eröffnet, denn die Kleiderlaus überträgt den Flecktyphus. Sie befestigt ihre Eier in den Nähten der Kleider und bohrt sich in die Haut der Menschen. In diesem Pulver, das den Namen DDT trägt, fanden die Alliierten das Mittel zur Bekämpfung dieser Gefahr. Die deutsche Zivilbevölkerung muss an diesem Kampfe mithelfen und sich der prophylaktischen Behandlung unterziehen.
Während die Frauen behandelt werden, nehmen sich Pflegerinnen der Kinder an. Kleidungsstücke müssen so oft wie möglich gewaschen oder desinfiziert werden. Es ist im Interesse der Kinder, dass Mütter und Angehörige dieser Behandlung unterzogen werden, ehe es zu spät ist. Angriff auf Borneo. Einschiffsplatz der Alliierten im Stillen Ozean. Australische Truppen, kampferprobt, erwarten den Befehl, an Bord zu gehen. Das Ziel ist Tarakan, an der Ostküste von Borneo, seit 3 Jahren eine wichtige Rohstoffquelle der Japaner. General Blamey gibt seinen Truppen die letzten Anweisungen. Bombenflugzeuge bereiten die Landungen vor. Flugblätter und Sprengbomben werden abgeworfen. Der Angriff. Ein japanisches Treibstofflager ist in Brand geworfen. Die Truppen gehen an Land. Die Japaner sind in das Innere der Insel geflohen. Alliierte Truppen marschieren landeinwärts. Mit immer wachsender Kraft führen die Alliierten den Kampf gegen den letzten Feind, gegen Japan. In der Nähe von Braunschweig werden nach einem Verfahren vor einem alliierten Militärgerichtshof die Todesurteile an 6 Deutschen vollzogen. 5 von ihnen waren der Spionage überführt worden. Im April hatten sie sich in die amerikanischen Linien geschlichen, 4 in Zivilkleidern, einer in amerikanischer Uniform. In einer Sandgrube unter der heißen Sommersonne wird das Urteil gemäß dem Kriegsrecht vollstreckt. Sechster Mann, Hauptmann Kurt Bruns aus Bad Kissingen. Er hatte den Befehl gegeben zur Erschießung von 2 amerikanischen Kriegsgefangenen. ...55 Kilometer nördlich von Manila, Hauptstadt von Luzon, liegt der große Ipo-Staudamm, der nicht nur die Kraftanlagen treibt, sondern auch Manila mit einem Drittel des Wasserbedarfs versorgt. Die Japaner hatten den Befehl, auf ihrem Rückzug den Damm zu sprengen. Aber sie sahen die Hoffnungslosigkeit ihres Kampfes ein und ergaben sich. Einer nach dem anderen kommt aus seinem Schlupfwinkel. Sie werden nach Waffen durchsucht und in Gefangenenlager geführt. Thank you.
Indessen geht nördlich von Luzon der Kampf um den strategisch wichtigen Inselstützpunkt Okinawa seinem Ende zu. Ein amerikanischer Panzer ist auf eine japanische Landmine gestoßen. Er hat sich überschlagen und ist in Brand geraten. 4 Mann liegen hilflos im Panzer. Ein 5. durch die Explosion aus dem Fahrzeug herausgeschleudert, taumelt den Marinetruppen entgegen, die ihre Kameraden aus dem Feuer zu retten versuchen. Aber die Flammen erreichen die Munition und alle Hoffnung auf Rettung ist vorbei. Auf demselben Frontabschnitt greifen flammenwerfende Panzer einen befestigten japanischen Unterstand an. Eine Stellung nach der anderen muss ausgeräuchert werden. Okinawa ist erobert worden. Der Kampf forderte einen hohen Preis. Aber der Besitz der Insel ist unerlässlich für den großen, entscheidenden Schlag gegen Japan.